Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei meinem neuen Video. Heute habe ich eine kleine Review für euch und zwar geht es dabei um diese zwei Produkte von Clinique. Einerseits ist das diese Lidschattenpalette namens Galaxy mit diesen vier Farben und andererseits geht es um diesen Lippenstift namens Strawberry Eyes. Die beiden Produkte könnt ihr euch bei perfecthair.ch bestellen. Den Link dazu findet ihr auch in der Infobox. Ich habe diese Review jetzt auch in verschiedene Teile aufgeteilt und als allererstes werden wir mal mit dem Design beginnen. Durch die spiegelnde Optik, finde ich, wirken die beiden Produkte sehr hochwertig und elegant und da sie beide sehr klein sind, sind sie sehr praktisch und passen in jede Frauenhandtasche. Wie ihr seht, beinhaltet die Palette diese vier Farben. Die vier Farben gefallen mir sehr gut. Man kann mit dieser Palette sehr viele verschiedene Looks schminken. Die Farben sind alle sehr gut pigmentiert, lassen sich sehr gut verblenden und deshalb ist es auch sehr angenehm, sich mit diesen vier Farben zu schminken. Das Tragegefühl des Lippenstifts ist wirklich super angenehm. Die Farbe wunderschön, hat ein tolles Finish und ich bin mir sicher, das ist nicht der letzte Clinique-Lippenstift, den ich mir zulegen werde. Und los geht es mit dem Make-up-Look. Als allererstes habe ich mit der zweitdünkelsten Farbe der Palette einen Lidstrich gezaubert, der nach hinten sehr weit ausläuft. Als kleines Hilfsmittel dazu habe ich mir einen Klebstreifen gewählt. Den bursenartigen Ton habe ich im hinteren Ende der Lidfalte aufgetragen, das einfach darum, dass die Kanten später nicht allzu hart ausschauen. Den hellblauen Ton habe ich von der Mitte des beweglichen Augenlides bis ganz hinten aufgetragen und das nach hinten schön auslaufen lassen. Natürlich müssen jetzt auch noch diese zwei Farben schön miteinander verblendet werden. Als nächstes habe ich den hellsten Ton der Palette, das heißt der weiße Ton, am vorderen Ende des beweglichen Augenlides aufgetragen. Mit Hilfe eines schwarzen Gel-Eyeliner habe ich dann noch den Eyeliner intensiviert, einfach damit der Look etwas dramatischer und interessanter wird. Wichtig ist auch, dass wir einen Kajalstrich auf der unteren und oberen Wasserlinie ziehen und dann kann auch bereits schon der Klebstreifen entfernt werden. Jetzt kommen wir noch zum Highlight des Looks, was nach meiner Meinung dieses Augen-Make-up erst richtig interessant macht. Und zwar nehmen wir die dunkelste Farbe der Palette und tragen die am hinteren Ende des beweglichen Augenlides auf. Dabei könnt ihr euch eigentlich optimal an eurem Lidstrich orientieren. Den unteren Wimpernkranz betone ich jetzt noch mit der zweitdünkelsten Farbe der Palette und verwische die dann mit Hilfe eines Wattestäbchen, damit die Linie nicht allzu hart ausschaut. Als letztes tragen wir noch den Lippenstift auf und fertig ist der komplette Look. Ich hoffe, diese kleine Review über diese beiden Produkte hat euch gefallen. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit diesen beiden Produkten, ganz besonders mit dem Lippenstift. Er hat ein unglaublich schönes Tragegefühl. Den kann ich euch sehr, sehr, sehr empfehlen, beziehungsweise einfach diese ganze Reihe der Clinique Lippenstifte. Aber auch die Palette ist wirklich toll. Ja. Dann kann ich nur sagen, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao miteinander!